Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich bei meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. In der 29. Lektion wollen wir uns jetzt mit Formularen beschäftigen, Buttons und einer sogenannten JavaScript-Funktion. Schauen wir uns das Ganze gleich einmal hier im Listing, so in die Listings an. Wir haben hier zwei Listings. Das erste Listing ist hier dadurch gekennzeichnet, dass wir hier wieder in der Mitte einen PHP-Tag haben. Dann kennen wir diese Zuweisung hier aus der vorgehenden Lektion. Also mit Basen im Server kann man die eigenen Dateinamen bestimmen, also den Dateinamen, in dem sich eben diese PHP-Listing da befindet. Das wird hier zugewiesen und kann hier ausgegeben werden. Sie wäre dann hier herunten zum Beispiel, würde dann ausgegeben werden, weil hier Echo steht, JavaScript History 01 PHP. Das entspricht ja wirklich hier dieser Datei. Dann haben wir hier noch etwas, was wir ebenfalls kennen, das ist ein HTML-Tag, ein Link, ein Hyperlink. Das wird hier verwiesen dann mit href auf diese Datei JavaScript History 02. Das wird dann die nächste Datei sein. Und das Text steht hier zur Seite JavaScript History 02. Also genau das hier. Damit haben wir diesen Bereich hier dann schon einmal erklärt. Neu ist dann hier, dass man auch ein Formular einfügen kann. Formulare werden hier mit dem HTML-Tag Form gemacht. Hier wird dann wieder abgeschlossen. Ja. Und dann haben wir hier neu herinnen, dass es hier auch die Möglichkeit gibt, sogenannte Schaltflächen-Buttons einzufügen. Das wäre hier so eine Schaltfläche-Button mit dem Value-Größerzeichen. Das wäre hier dann die Beschriftung letztlich. Da muss man den Typ eingeben, also ein Button ist es. Andere Formularfälle werden wir noch kennenlernen, wie zum Beispiel Text, Import-Type-Text. Da kann man dann einen Text eingeben. Und Button kann man eben dann was draufdrücken. Und das, was hier JavaScript eben ausmacht, ist dann hier diese Formulierung hier. Und bevor ich das hier ausführe, muss man wahrscheinlich kurz erklären, was JavaScript überhaupt ist. JavaScript ist eine eigene Programmiersprache, ähnlich wie PHP. Und das Tolle ist jetzt hier, dass man das Ganze HTML, PHP und JavaScript und CSS alles miteinander verbinden kann. Und JavaScript lernen wir hier nicht zur Gänze, sondern hier wirklich nur diesen einen Befehl. Wenn man dann eben schreibt JavaScript Doppelpunkt History Punkt Forward, dann heißt es eigentlich nichts anderes, als dass in dem Fall hier in der History, das heißt in jenen Seiten, in jenem Verzeichnis, das der Browser eben anfertigt, wo man eben war, also diese History, diesen Seitenverlauf, dass man da eben voranspringt. So kann man dann eben Seiten, die man besucht hat, der Reihe nach wieder vor- und zurückspringen. Das ist die Aufgabe hier dieser beiden Listings. Wenn man nämlich dann drauf drückt, kommt man auf diese Seite hier, machen wir das einmal. Da wird dasselbe wieder dann ausgegeben, also wieder hier. Dann wird hier angezeigt Java History 02, das entspricht dann wirklich hier diesen Dateinamen. Das bewegt das hier unten. Da gibt es den Verweis wieder zurück. Ja, vorhin sind wir auf die zweite Seite gesprungen, auf der zweiten Seite springen wir wieder zurück. Und dasselbe kann man dann hier machen, ja, nicht nur mit dem href, sondern es wird hier automatisch dann JavaScript History Back, wird das über den Button hier eingetragen. Ja, eine etwas umfangreichere Sache. Und da empfehle ich dir jetzt dann, diese Aufgabenstellung zu lösen, dass du das mal wirklich einübst. Das ist gar nicht einmal so einfach, wahrscheinlich für einen Anfänger. Und ein Danke meinerseits für das Zuhören und Zusehen. Danke.